auch Lilla, jawohl. Und dann schauen wir gleich noch mehr eine Überraschung. Das ist ein Sänger für den Lila. Nicht Lila, nein. Ein Schwarzpunkt ist besser als ein Schwarzpunkt. So, dann das, das und das. Und das und das. Waren Sie denn hier? Übrigens, Sie sind ein Entschuldigung. Waren Sie hier mein Essen? Also eins wird das hier rumgedreht. Ich hab den da für eine Kamera. Und das so. Hier und das hier. Und dann machen wir einmal so. Und einmal so. Eine Maus? Ja, nein, 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 es gibt keine Maus. Oh, kann ich lange? Nein, nein. So, und dann wird das hier noch rumgedreht. Moment, wir haben es gleich. Das sieht aber gut aus. Ja, aber es ist noch nicht fertig. So. Und dann machen wir einmal so und dann wird das hier noch umgedreht und da durchgestopft. Um jetzt Ohren zu halten, jetzt knallt es gleich, ich muss jetzt den hier in der Mitte zu beißen, Ohren zu halten. Ohren zu halten. Heidung, hier, war dabei? Nein. Dann machen wir es ein bisschen anders. Der Hund soll mal eine Karte behalten. Er wird eine Karte genau behalten. Ich hoffe, da war sie nicht dabei. Noch zwei. Das war sie vielleicht. Nein. Ja. So. Weibchen. Männchen. Was ist die Stelle? Mini. Rote. Rote. Hier. Dreimal. Tschüss. Viel Spaß. Beigetragen haben, bei den Vereinen, bei allen, die mitgewirkt haben, auch bei den Sponsoren, insbesondere heute Abend bei Ihnen. Herr Treiber, ich bewundere Ihren unternehmerischen Mut, der auch
Den Mut, der uns diesen Abend beschert hat. Ich kann nur sagen, Brezler und Kunst, alles beste Produkte aus unserem Bäckerhaus Treiber. Wohlbekommst, guten Appetit heute Abend. Dankeschön. Liebe Gäste, auch der Vereinsring heißt Sie herzlich willkommen. Ein gefülltes Haus. Was kann ein Vereinsring eigentlich sich mehr wünschen? Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen vergnügliche 3 Tage, weil ich natürlich hoffe, dass Sie auch am Samstag und am Sonntag hier unser Fest mit uns feiern. Die Echterdinger Vereine freuen sich auf Ihren Besuch und wir freuen uns auf den heutigen Abend und wünschen Ihnen viel Spaß und viel Vergnügen bei diese Nights on Broadway. Viel Spaß! Länger Rede, kurzer Sinn. Eigentlich wollte ich am Anfang sagen, es freut mich sehr, dass so viele Leute heute zu uns hier gekommen sind. Es war für uns sicher ein großes Risiko und ein Wagnis, so ein riesiges Event hier im Zelt durchzuführen. Wir haben nämlich wirklich Stars aus ganz Europa eingeflogen, die wirklich aus Mitproduktionen singen. Es ist also wirklich kein Scheißkram. In diesem Sinne, viel Spaß, schönen Abend, danke. Spannung vor dem Abflug des Zeppelin N07 aus der Friedrichshafener Traditionswerkstatt. Die Riesenzigarre mit dem Gewicht eines kleinen LKW hatte ja am Samstag beim Start in Friedrichshafen technische Probleme und kam verspätet auf dem Stuttgarter Flughafen an. Für Wolfgang von Zeppelin ist darum auch der heutige Start eine Zitterpartie. Es gab ein Problem, dass wir beim Start, beim Hochbooten eines des Bordcomputers ein Problem hatten. Der Computer hat einige Parameter nicht richtig interpretiert. Das führte dazu, dass die Propellerverstellung am hinteren Triebwerk nicht sauber gearbeitet hat. Und das mussten wir zuerst reparieren. Darum lieber vorher ein ausgiebiger Check der Propeller und des Leitsystems. Durch das Schwenken der Propeller können wir die gesamte Motorleistung in Hubkraft umformen oder in Druckkraft nach unten umformen. Indem wir die Propeller schwenken und die Blattverstellung entsprechend einstellen, können wir wie ein Hubschrauber starten. Deswegen sagen wir heute auch nicht mehr fahren zum Betrieb des Luftschiffes, sondern fliegen. Hofbräu-Luftschiffe schweben ja schon seit Jahren am Himmel über der Region. Tatsächlich sind diese Reklamezigarren aber keine echten Zeppeline, sondern nur so etwas wie Ballons, meint Lutz Zeller von Stuttgarts Zeller von Stuttgarter Hofbräu. Übrigens sind Zeppeline sehr untreu. Wenn man ihnen nicht mit dicken Gewichten Bodenständigkeit gibt, fliegen sie einfach auf und davon. Viele finden es schade, dass man noch nicht mitfliegen darf. Noch sind die Hightech-Luftschiffe nämlich in der Testphase. Wo würden Sie hinfliegen, wenn Sie mitfliegen dürfen? Ja, in der Gegend rum, in Stuttgart. Wo würden Sie hinfliegen? Ach, ein Rundflug. Also wir haben gerade vorhin gesagt, nach Amerika nicht unbedingt, da wären wir wahrscheinlich zu lange unterwegs. Aber so bei dieser Reisegeschwindigkeit, ja, mal so von hier einen kleinen Bummel in Paris machen oder mal eben nach London düsen, wäre auch nicht schlecht. Die Verankerung gelöst und das 50 Millionen Mark teure Luftschiff erhebt sich federleicht in die Lüfte.
Anders als sein Vorkriegsvorgänger ist es mit nicht brennbarem Heliumgas gefüllt. Vor allem die Landung ist immer noch ein echtes Abenteuer. Das Luftschiff tanzt nämlich erst noch auf luftigen Wellen, bis es wirklich im sicheren Hafen festgemacht werden kann. Gerade diese Wildheit macht für Kapitän Scott Daneker den besonderen Reiz des Zeppelins aus. Es ist sehr gut, es ist das am besten steuerbare Luftschiff, das ich je geflogen habe.